Mein Name ist Ingo Fuchs und als Bildungsberater stelle ich Ihnen sehr gerne unsere Zusatzqualifikationen vor, die wir an der Heilwegklinik anbieten. Diese sind uns deshalb ein besonders großes Anliegen, damit sich Schülerinnen einerseits persönlich weiterentwickeln können, andererseits oder abgesehen davon aber auch berufliche Zertifikate, Diplome, Fertigkeiten und Fähigkeiten erlangen, um bestens für die Berufswelt vorbereitet zu sein. Gut. Beginnen möchte ich mit den Angeboten des österreichischen Jugendrotkreuzes, die in unserer Schule bereits sehr etabliert sind. Der 16-stündige Erste-Hilfe-Kurs ist bei uns Standard und wird in jeder ersten Klasse im Zuge der Projekttage durchgeführt. Von großer Bedeutung ist dieser Kurs vor allem für den Führerschein, der dieser dafür angerechnet werden kann. Darüber hinaus ist es unserer Schulgemeinschaft aber auch sehr, sehr wichtig, dass Schülerinnen in akuten Ernst- und Notfällen helfen und Erste-Hilfe leisten können. Ja, darüber hinaus gibt es einige sehr, sehr konkrete Ausbildungen, Angebote vom österreichischen Jugendrotkreuz, die vermehrt in der dreijährigen Fachschule für Sozialberufe und Pflege Anwendung finden. Zum einen ist dies der Kindernotfallkurs, bei dem der Fokus auf der Erweiterung der ersten Hilfemaßnahmen auf Säuglings- und Kindernotfälle liegt. Der Pflegefit-Kurs ist uns ebenfalls ein besonderes Anliegen, da Pflegebedürftige sehr oft von ihren Angehörigen mitunter den eigenen Kindern und somit auch unseren Schülern gepflegt werden. Deshalb wollen wir hier einen wertvollen Beitrag leisten und unsere Schüler dabei unterstützen. Beim dritten Angebot, dem Baby-Fit-Kurs bzw. der Babysitter-Ausbildung, die eine Kombination aus Erste Hilfe, Kindernotfall und Baby-Fit-Kurs ist, wollen wir den Schülerinnen die Möglichkeit geben, auf legaler, selbstständiger und fundierter Basis auf hohe Erreichen der Volljährigkeit babysitten zu können. Gut, und das fünfte Angebot, das wir über das österreichische Jugendrotkreuz anbieten, sind die österreichischen Rettungsschwimmerabzeichen. Diese starten mit der Ausbildung zum Helferschein und ermöglichen unseren Schülerinnen darauf aufbauend den Erwerb des Retterscheins und sogar der sportlichen Variante davon, dem Lifesaver. Bei diesen Kursen lernen die Teilnehmerinnen Erste Hilfe auch bei Wasser- und Badeunfällen anzuwenden, sowie ihre allgemeinen Schwimmkenntnisse zu verbessern. Meine Kollegin hat vorher bereits bei der Ausführung über die dreijährige Fachschule für Sozialberufe und Pflege die Bürofachkraft im medizinischen Bereich Zusatzqualifikation erwähnt. Diese sehr umfassende Ausbildung ist eine schulische Kooperation zwischen dem WIFI Steiermark, also der Wirtschaftskammer Österreich, und der HLW Kriegler. Vormals war diese Ausbildung unter dem Titel Ordinationsgehilfin oder Ordinationsgehilfe bekannt. Die Teilnehmerinnen werden hierbei auf einen konkreten Berufseinstieg in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorbereitet, da der Schwerpunkt zum einen auf dem administrativen Teil als Bürofachkraft und zum anderen im medizinischen Teil liegt. Und selbst in diesem Schuljahr konnten wir trotz Corona diese Ausbildung abhalten, da wir uns mit dem WIFI gemeinsam über digitales Lernen arrangiert haben. Und ja, alle 23 Teilnehmerinnen haben den Kurs positiv absolviert, was uns natürlich sehr, sehr freut. Gut. Gerade beim digitalen Lernen, denke ich, haben wir im letzten Jahr einen sehr großen Fortschritt gemacht und den Unterricht auf ein ganz, ganz neues digitales Niveau anheben können. Und in diesem Zusammenhang steht für uns der MOS oder Microsoft Office Specialist Führerschein. Wie bereits erwähnt, erleben wir aktuell eine der digitalsten Zeiten und daher wird es umso deutlicher, wie wichtig der Umgang mit dem Computer werden kann. Früher war diese Ausbildung unter dem Namen ECDL bekannt. Dabei erlangen die Schülerinnen die Fähigkeit, Microsoft-Programme in der Schule, aber auch später im Beruf problemlos anwenden zu können. Im Weiteren bieten wir einige Möglichkeiten, einige Ausbildungen zu verschiedenen Peers-Aktivitäten an. Peers sind im Wesentlichen Multiplikatorinnen, die ihren gleichaltrigen, aber auch jüngeren Schülern ihre Motivation und ihr Wissen weitergeben können. Digital for Brain Peers funktionieren als sogenannte Lernhelfer, weil sie im regulären Schulbetrieb immer wieder Sequenzen mit zum Beispiel Konzentrationsübungen einbauen, wo unser Gehirn sowie unser Körper auf ganz andere Weise gefordert werden als in einer regulären Unterrichtsstunde. Die folgende Peers-Ausbildung spielt im Zusammenhang mit unserer Schule, die, wie bereits erwähnt, seit vielen Jahren als Umweltzeichen Schule zertifiziert ist, eine sehr große Rolle. Dies ist so gut wie die höchste Auszeichnung in Österreich für umweltfreundliches Handeln und nachhaltige Produkte. Und in diesem Zusammenhang sind wir als Schulgemeinschaft stets gefordert, uns weiterzuentwickeln. Die Umwelt-Peers sind nun Teil des Umweltzeichenteams und bringen ihre eigenen Ideen ein.
Ideen, die wir als Lehrer oder Bedienstete keinenfalls ersetzen können. Ebenso relevant wie die Umwelt-Peers für das Umweltzeichen sind auch die folgenden Peers, und zwar die sogenannten Jugendgesundheitscoaches. Themen wie psychische Gesundheit, ergonomische Sitzmöglichkeiten, Bewegung, Ernährung, das und vieles mehr sind zentrale Aspekte und Aufgabenbereiche der Jugendgesundheitscoaches. Meine Kolleginnen aus dem Sprachensektor haben bereits erwähnt, wie wichtig es heute ist, sich mehrsprachig verständigen zu können. Und in diesem Zusammenhang steht für uns das FCE-Zertifikat. Das sogenannte Cambridge First Certificate erlangen die Schülerinnen oder über dieses Zertifikat erlangen die Schülerinnen Englischkenntnisse auf dem Niveau B2. Die englische Sprache ist heute nahezu jedem Berufsfeld erforderlich, in jedem Fall aber von großem Vorteil. Und daher bieten wir dieses Zertifikat an, um unsere Schülerinnen dementsprechend zu fördern. Eine weitere sportliche Zusatzqualifikation ist der sogenannte Nordic Walking Übungsleiter, die Nordic Walking Übungsleiterin, bei dem Schülerinnen einerseits persönlichen Profit daraus ziehen können, andererseits aber auch berufliche Qualifikationen erlangen können. Diese Ausbildung berechtigt nämlich die Absolventinnen zukünftig selbstständig und eigenverantwortlich Nordic Walking Gruppen als Mitarbeiterinnen in zum Beispiel Fitnessstudios, Hotels oder auch bei Gemeindekursen zu führen. Die folgende Ausbildung hat unsere Fachvorständin, Frau Professor Bradschun, bereits angesprochen. Und ja, diese ist sehr charakteristisch für die Erweiterung des Wissens an einer HLW. Die Ausbildung zum Jungsommelier zur Jungsommelier umfasst einerseits das umfangreiche Wissen über Wein, aber auch anderen Getränken. Darüber hinaus spielt auch die Degustationstechnik eine wesentliche Rolle, also das Wahrnehmen von Getränken mit allen Sinnen. Bei der vorletzten Zusatzqualifikation, die ebenso in der fünfjährigen oder im Rahmen der fünfjährigen Ausbildung eine wesentliche Rolle spielt, ist die sogenannte Barkeeper-Schulung. Abgesehen davon, dass der Name bereits sehr spannend klingt, wird diese auch immer wieder sehr gerne angenommen. Die Grundregeln des Barmixens und die Zubereitung von tollen Cocktails spielen in der Gastronomie eine bedeutende Rolle. Und daher wollen wir unsere Schülerinnen auch diesbezüglich fördern. Gut, und bei der letzten Zusatzqualifikation möchte ich Ihnen einen Ausblick geben auf das, was unsere Schülerinnen in Zukunft erwarten kann und erwarten wird. Auch diese Ausbildung ist wie alle anderen auf freiwilliger Basis zu besuchen. Und ja, nachdem die Zusatzqualifikation über die WIFI-Kooperation Bürofachkraft im medizinischen Bereich so erfolgreich läuft und auch angenommen wird, möchten wir eben diese zusätzliche Möglichkeit ab vielleicht schon kommenden Schuljahr bieten. Der Hintergrund dieser Ausbildung erklärt sich im Zusammenhang mit der Corona-Krise eigentlich von selbst. Der diplomierte Hygienemanager, die diplomierte Hygienemanagerin erlernt, selbstständig betriebliche Hygienekonzepte zu erstellen. Diese spielen nicht nur im Gastronomie- und Ernährungsbereich eine zentrale Rolle, sondern darüber hinaus auch in allen öffentlichen Einrichtungen, dem Einzelhandel oder dem Gesundheitswesen. Gut, und damit bin ich bereits am Ende meiner Ausführungen über die Zusatzqualifikationen angelangt. Hoffe, Ihnen einen guten Überblick darüber gegeben zu haben. Und ja, wünsche Ihnen einen schönen Abend und alles Liebe. Danke sehr.